Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Zur Info, wenn ihr dieses Pferdekauf-Video seht, sind die Nixies wahrscheinlich schon wieder verschwunden. Das heißt, sie kommen irgendwann im Laufe des Jahres wieder zurück, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Das kann nur Starsale beantworten. Nur zur Info, ich habe aber bereits, bevor die Nixies verschwunden sind, schon ein Pferdekauf-Video hochgeladen. Das kann ich euch gerne am Ende des Videos verlinken, falls euch das interessiert. Und ja, wir kaufen uns nämlich heute den letzten Nixie, der mir noch fehlt. Das letzte Nixie. Ich habe mir ja bereits diesen schmucken Kerl hier gekauft. Schon eine Ewigkeit her, dass ich ihn gekauft habe. Dann die süße Sapphire, auf der ich hier gerade sitze. Die stand daneben. Ich nehme das Video gerade direkt nach dem anderen Video auf. Und jetzt ist dieser hübsche Kerl dran. Der rot-schwarze. Ja, also. Erstmal mein schlaues Buch hier wieder zu Rate ziehen. Die Nixies sind Pferde der Generation 2, da sie das Isländer Modell der Generation 2 nutzen. Sie kamen 2016 rein, sind die ersten magischen Pferde, die es in Star Stable überhaupt gab. Sind ab Level 1 kaufbar, hier bei Gary Goldzahn, aber auch nur beschränkt, das heißt nur limitiert, irgendwann im Jahr, nicht immer. Sie kommen mit einem Rassebonus von Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 1. Die Nixies kosten 399 Starcoins, gibt es in drei Farben, nämlich in Blau bzw. Grau, Rot, Rappe und in Lila Grau. Und jetzt ein paar uninteressante Infos bzw. unnütze Infos, die euch nichts weiterbringen, außer dass ihr es wisst. Die Nixies sind die einzigen magischen Pferde, die nicht alle Animationen des Basismodells, sprich hier dem Isländer Generation 2, nutzen. Die Nixies können nämlich im Gegensatz zum Isländer kein Tölt. Die Farben der Nixies sind durch einen Wettbewerb entstanden. Die drei besten Farben wurden als magische Pferde ins Spiel integriert. Und ursprünglich sollten diese Farben erst auf ein Fjordi der Generation 1 kommen. Man hat sich aber dann doch für den Isländer umentschieden. Ja, ursprünglich waren die Nixies auch langsamer als die anderen Pferde. Das wurde allerdings 2019 geändert. Ab da waren alle Pferde, glaube ich, gleich schnell, auch die Ponys. Und 2020 wurde auch der Name geändert. Vorher hießen die Nixies nämlich Jorvikische Urpferde. Jetzt heißen sie halt Nixies, da die Jorvikischen Urpferde ja letztes Jahr reinkamen. Oder dieses Jahr, ich weiß es gar nicht. Beziehungsweise 2000. Ich nehme das noch 2021 auf. Nur so zur Info. Die magischen Pferde auf Jorvik sind Geschöpfe der Erzählungen und Folklore. Da die Geschichten über die Jahrhunderte hinweg erzählt wurden, sind die Legenden über diese Pferde lebendig geblieben. Nixies sind kleine, aber widerstandsfähige Pferde, die durch die abgelegenen Täler Jorviks streifen. In den jorvikischen Legenden werden diese Pferde als Wächter der Wasserwege bezeichnet. Es heißt, wenn man einen Wasserfall beobachtet, während die Sonne untergeht, kann man ein Nixie sehen, das oben über dem Wasserfall steht und über das Land wacht. Ja, der Text hier unten ist nicht mehr richtig. Die Nixies zeigen sich ja jetzt nicht nur an wilden Orten, sondern man kann das ja selber steuern, indem man auf H drückt. Und die Nixies reiten sich wie die Islandpferde, denen sie ähneln. Ja, bis auf die Tatsache, dass die Nixies keinen Tölt können. So, wir kaufen uns den Hübschen jetzt. Er soll bei mir ein Hengst sein. Meine süße Sapphire, auf der ich da gerade sitze, ist ja eine Stute. Und der Lilan ist bei mir auch ein Hengst. Ich würde ihn gerne irgendwas mit Devil nennen. Gibt es Devil überhaupt? Heißt das Devil? Bin ich richtig in. Ach, ich bin so scheiße in Englisch. Okay, ich habe einen Namen und zwar Demon. Dämon. Finde ich eigentlich sau cool, weil er ist halt rot-schwarz. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. So, ich werde den Süßen jetzt anziehen und dann sehen wir uns gleich in Moorland irgendwie, irgendwo, wo ich euch die Gangarten zeige. So, wir stehen jetzt in Moorland auf der Koppel hinter den Bobcats. Erstmal zur Farbe. Ich finde, ja, was kann ich dazu groß sagen? Es ist ein Rappe. Es ist halt ein Rappe. Er ist schwarz, er ist super schick. Sieht wunderbar aus. Richtig toll. Und das sieht einfach mega aus.
Ich liebe diese rote Mähne, dieser rote Schweif. Es sieht einfach wunderbar aus. Ja, ich weiß, die Rottöne passen nicht ganz zusammen, aber ich weiß ehrlich gesagt sonst nicht, was ich ihm anziehen soll. Ich ziehe mal gerade die Gamaschen aus, damit man die Beine besser sehen kann. Also er sieht schon echt mega aus. Es sieht tatsächlich gefährlich aus mit diesen roten Augen. Aber ist doch geil, oder? Also ich finde den mega. Ich finde den wirklich mega. Der ist richtig schön. Ja. Angezogen habe ich ihm den alten Jalaheim-Sattel. Dazu die rustikalen Jalaheim-Zügel. Mit der Goldrubin-Kopfschleife. Dazu die passende Schweifschleife. Die große blutrote Decke. Keine Ahnung, wo es die gibt. Und die dezente, edle Satteltasche für das Dressurreiten vom Tag der offenen Tür dieses Jahr. Und dazu gibt's Smokey, die flauschigste Katze der ganzen Welt, die anscheinend mit den Pfötchen backt. Sieht jedenfalls nicht so ganz gesund aus, was du da machst, Kätzchen. Aber ich weiß, normalerweise haben heißt es, Hexen haben schwarze Katzen dabei. Und ich wette, mit euch Hexen haben auch nur schwarze Katzen dabei, damit man die Katzenhaare nicht auf der Kleidung sieht. Einen anderen Grund gibt es dafür nicht. Ja, aber gut. Ich zeige euch jetzt die Gangarten. Und wir haben ja im letzten Video gelernt, dass man trotz der Information, dass man mit den Nixies angeblich zum Friseur gehen könnte, geht das nicht. Danach gibt es dann halt mein Fazit zum Nixie. Viel Spaß! So, das waren die Gangarten. Mein Fazit zum Nixie ist, ich mag das Pferd, ich mag das Modell, das ist klar. Ich mag die Farbe sehr gerne. Das Einzige, was mich am Nixie stört, ist, dass bei den Gangarten über Kanter, glaube ich. Moment. Also im Galopp auf jeden Fall. Der Hals ein bisschen wabbelt beim Laufen. Seht ihr das? Wabbel. Wabbel, wabbel, wabbel. Es wabbelt halt ein bisschen, das ist aber auch das Einzige, was mich stört. Alles andere ist in Ordnung. Ja, wie gesagt, im Gegensatz zu den Nixies haben. Ach, im Gegensatz zu den Isländern haben die Nixies keinen Tölt. Es ist egal, was ich drücke, sie können nicht in den Tölt gehen. Das ist bei den Nixies nicht möglich. So. Aber sonst habe ich kein Problem mit den Nixies. Von den Farben her sind die echt super schön. Und ich freue mich mega, dass ich jetzt die Reihe komplett habe. Ich habe jetzt alle drei Nixies. Freut mich wirklich sehr. Mein Sammlerherz schlägt dadurch höher. Ja,
Ich werde wahrscheinlich eher hier bei ihm eher mit der verwandelten Form rumrennen oder eventuell doch lieber mit der unverwandelten Form. Ich weiß es noch nicht ganz. Ich finde beide Formen mega schön. Und ich habe auch wirklich wenig Rappen, also reine Rappen. Deswegen, ja, mal gucken. Also von mir gibt es fürs Nixie eine klare Kaufempfehlung. Sie kosten nur 399 Starcoins, also gefühlt nichts. Deswegen, ja, kann ich nur empfehlen, wenn euch die Farbe und das Modell gefällt, holt sie euch. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann die nochmal wiederkommen. Das weiß nur Star Stable. Alter, diese Katze hat einfach so, ist so unförmig mit dieser Pfote da. Oh Gott. Naja, wie gesagt, ich weiß nicht, wann sie wiederkommen. Das weiß nur Star Stable. Aber wenn sie wiederkommen und ihr euch eins holen wollt oder vielleicht auch alle drei, schnappt sie euch. Sie sind wirklich hübsch. So, das war's aber dann von mir. Zum Friseur geht's ja leider nicht bei den Nixies. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!